Was für die einen ausgedient hat, kann für die anderen durchaus Objekt der Begierde sein. Wenn es dann noch schön aufgehübscht und preiswert ist, dann macht das Stöbern doppelt Freude. Das weiss man im ältesten Brocki der Schweiz. Seit 125 Jahren erstrahlen dort alte Sachen in neuem Glanz. Und nicht nur das, im Berner Brocki will man auch Menschen eine Chance geben, wieder einen Platz in der Arbeitswelt zu finden. Hell, freundlich und ohne den bekannten Mief, die Berner Brocki. Die Stiftung GEWA hat in der Lorraine eine alte Autogarage in ein trendiges Ladenlokal verwandelt. Wir sind ein besonders schönes Secondhand-Fachgeschäft, wo wir unserer Kundschaft einfach eine gute Beratung bieten, schöne Ware, da ist die Qualität einfach gefragt. Und darum tun wir sie auch in der Aufbereitung einfach wirklich ganz sorgfältig zu Weg machen. Altes mit Charakter kommt hier zu neuem Glanz. Im Untergeschoss sorgen die Mitarbeitenden dafür, dass die Waren sortiert und mit Preisen versehen werden. Also ich mache das jetzt seit 7 Jahren. Wir haben hier eine Liste. Die Grundregeln, wie man anstellt, welche Materialien. Es kommt auf den Gegenstand an, auf das Alter, auf den Verwendungszweck. Es gibt einfach gewisse Dinge, ja, die verkaufen wir gut, ohne groß zu recherchieren. Und sonst haben wir das Internet. So, zum Teil haben wir recht wertvolle Sachen. Ich denke, da steckt viel Geschichte dahinter. Ich habe selber drei Kinder, die Spielsachen haben. Und, das sind einfach Erinnerungen, die wir jetzt in die Finger nehmen dürfen und weitergeben. Ja. Uns unterstützen natürlich viele Leute, gerade auch, weil man auch etwas Gutes für die Umwelt macht. Und alte Waren wieder wegzumachen, aufzufrischen. Das ist eine Aufwertung, die wir hier leisten. Grüß euch. Im Minutentakt werden Waren abgegeben. Diese Mutter bringt Kinderkleidung. Meine Tochter ist zu gross für Kleider. Gerade bei Kindern, die sind vielleicht 2, 3, 4 Monate gebraucht worden. Und dementsprechend sind sie noch alle gut, alle nutzbar. Aus dem Weg zu schiessen wäre ja schade für die Ware. Ich bin 91. Ich habe ein Geschenk bekommen, so einen Rollladen. Und ich gehe immer um. Dann habe ich sie gebraucht. Ja, statt weggeschmissen. Gut, schau, die haben hier noch einen Gutschein. Ja, für etwas zu trinken, gell? Ja, schönen Tag noch. Wiedersehen. Voilà. Heute Morgen sind ganze Service gekommen. Und dann kommen halt auch viele Einzelteile. Gläser schöne, Schnapsgläser kleine oder so. Tun wir waschen. Erstens mal, dass es super ist und dass, wenn wir sie laden, tun, dass so im besten Licht daherkommt und einfach schön aussieht. Also. Jedes Teil, das in den Verkauf gelangt, wird vorher sorgfältig geprüft und gereinigt. Waren, die sich hier nicht mehr verkaufen lassen, werden an Hilfsorganisationen weitergegeben oder notfalls entsorgt. Jetzt bin ich gerade am Ständchen rauskratzen. Wir müssen uns generell anschauen, zum Beispiel innen, ob es abgelaufen ist, hier unten. Das wird auch gut gehen, weil es eine beliebte Marke ist. 1895 eröffnete in Bern der Verein zur Unterstützung durch Arbeit ein Brockenhaus, um benachteiligte Menschen in den Arbeitsprozess zu integrieren. Noch heute schafft die Brocki Perspektiven, damit Menschen einen Platz in der Arbeitswelt finden. Es gibt wie überall gibt's Ups und Downs mit der Arbeitsstelle selber. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier ganz ein cooler Ort sind, wo sich Menschen wohlfühlen. Du bist gerade an der Basis miteinander. Wenn es jemandem nicht gut geht, dann wird das gerade entweder gesagt oder nicht gesagt, je nachdem, wie der Mensch ist. Und ich denke, man muss auch gewisse selber Erfahrungen gemacht haben im Leben, dass das Leben nicht einfach ein Gütsein ist, sozusagen. Die Berner Brocki ist ein Arbeitsbereich der GEWA,
Stiftung für berufliche Integration. GEWA steht für Gemeinsam Wagen. Unser Anliegen ist es, Menschen, die psychisch besonders herausgefordert sind, eine berufliche Perspektive zu bieten. Und dafür haben wir hier in der Berner Lorraine für über 100 Mitarbeitende Arbeitsplätze, wo sie einfach eine Aufgabe wahrnehmen, Verantwortung übernehmen. Und das ist ja schlussendlich eine Aufwertung für alle Menschen, wenn man so eine Arbeit hat. In der Möbelaufbereitung wird gerade ein altes Kästchen aufgehübscht. Wenn wir das Gefühl haben, dass das etwas Schönes ist, das noch jemand brauchen könnte, dann geben wir uns ein bisschen Mühe, probieren das ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ich kann das Scharnier nicht sauber lösen, die Schrauben drehen durch, funktioniert nicht so, wie ich es gerne hätte. Manchmal kann man leider nicht alles retten, was man gerne hat. Auch wenn es schön ist, aber ja. Dass wir so Sachen können Zweck machen und aufwerten, das ist natürlich abhängig von den Fähigkeiten, die die Leute hier mitbringen. Kürzlich haben wir eine Malerin für das Team gewonnen und die hat dann die Fähigkeit gehabt, so alte Möbel wirklich wieder so richtig aufzuwerten. Da haben wir plötzlich wieder wesentlich schönere Stücke herstellen und die dürfen wir jetzt auch wieder anbieten. Das hauseigene Bistro Zietlos wurde gerade neu gestaltet. Die Inneneinrichtung besteht selbstverständlich aus Brocchi-Mobiliar. Der Kunde will hier eine gewisse Garantie haben, dass er hier im Berner Brocchi gute Qualität bekommt und nicht Ramsch. Ich habe Checklisten, die ich mache, wie das die Mitarbeiter auch machen. Und da wird minutiös alles angeschaut. Wirklich alles angeschaut. Die Bremserei sowieso, oder? Und die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugs, oder? Das muss 100%ig gewährleistet sein. Und es gibt nachher Fahrräder, die so desolat sind, wo es ja keinen Sinn mehr macht, die nachher aufzubereiten. Das ist jetzt so ein Fahrrad, das man in der Regel hat entsorgt. Und jetzt haben wir das ein bisschen kreativ umbauen. Wir haben das zu einem Tisch umgestaltet und das sind sämtliche Teile, die wir hier jetzt verwendet haben. Das waren eigentlich alles Teile, die ins Altise wären gegangen. Wo sogar das Brett, das wäre auch im Abfall gelandet. Das hat man nachher wieder zugeschnitten, geschliffen und schön gegölt. Man kann sagen, es ist ein Unikat. Das gibt es nur das hier, einmal auf dieser Welt, und zwar im Berner Brocchi zu Bern. Vom Verein zur Unterstützung durch Arbeit bis zu heutigen Berner Brocchi war es ein langer Weg. Doch noch immer stehen die Menschen im Mittelpunkt. Wenn man sich an einem Ort einsetzen kann und einen Sinn drin sieht, dann ist das wirklich etwas, das ihm Wert gibt, das ihm Wertschätzung gibt. Und der Trend vom etwas Altem wieder Wert geben, der wird weitergehen. Da sind wir sehr überzeugt. Das sehen wir auch, dass wir immer viel gute Ware bekommen. Wirklich viele Leute, die das schätzen, wieder hier zu stöbern und etwas finden können.